Damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Ohe in the Will of the Wisps, wo wir gestern erfolgreich in eine Todesfalle gelaufen sind. Und was ist denn das? Offensichtlich haben wir hier die nächste Todesfalle entdeckt. Okay. Ich will da unten nicht sein. Ich will aber hier oben gerade auch nicht sein. Das war knapp. Ich hätte beinahe vergessen, dass wir da drin aufstellen. Ja, da unten ging es weiter. Ich will das hier oben. Ich will halt wissen, da können doch nicht unendlich viele Gegner kommen, oder? Ja, klar können. Das wäre halt cool, um diese gelben Orbs zu farmen, glaube ich. So, die Grundvoraussetzungen sind jetzt schon mal ziemlich beschissen. Ja, ich lasse mich sterben. Aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass ich da jetzt irgendwie irgendetwas öffnet, sodass wir da weiterkommen. Sah halt nicht wirklich danach aus. Und ich wüsste auch nicht unbedingt, wofür ich gelbe Orbs farmen sollte. So, komm mal her, Käferchen. So, wir machen das nochmal. Dich sind wir schon mal los. Dich werden wir gleich los. So, jetzt kommen die Sandwürmer. Und das Viech. Na komm. Na komm. So, die Sandwürmer kriegen wir rein theoretisch auch noch. Danach kamen diese Moskitos. Ihr seid hinterhältig. Komm doch raus! Komm raus. Aber ich sehe nicht, dass hier oben irgendwas noch wäre. Wenn ich hier mal auf die Karte schaue, ist da eigentlich auch nichts mehr außer dieses Tor, wofür wir aber keinen Schlüssel haben. So, Nummer 1 haben wir. Nummer 2 haben wir fast. Aber kein Heal. Ich hole mir jetzt schnell Heal. Ach, wisst ihr was? Ich glaube, wir sollen hier einfach noch nicht sein. Dann schauen wir oben backtracking-mäßig nochmal. Da müssten wir hier lang, glaube ich, ja. Da hinten ist also zumindest momentan nichts für uns. Ich schätze mal, wir werden später, wenn wir mehr Heal haben und so, bessere Chancen haben.
zumindest bessere Chance als jetzt. Noch ein ganzes Stück geradeaus. Du machst mir inzwischen aber keine Angst mehr. Das war eine Zeit lang anders. Okay, gleich geht's nach oben. Ach, das stimmt, das Ding kriege ich irgendwie noch nicht auf. Aua. So, ich denke, dich kriegen wir auch easy hin. Vor allem, solange du da oben bist und nicht runterkommst. Keine Ahnung, was das ist. Ich wüsste es allerdings gern. Na, da komme ich halt. Nee, da komme ich noch nicht hin. So. Wir kamen von dort oben. Jo, jetzt hier. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Das muss doch auch irgendwas mit diesen Kristallen hier auf sich haben, oder? An die ich auch noch nicht rankomme. Denke ich. Sieht das diese Ranghandel mit Kle- Ja. Das war knapp. Belastbarkeit. Weniger Schaden. Damit könnte ich rein theoretisch ausgleichen, dass wir zwar mehr Schaden machen und weniger Schaden erleiden. Beziehungsweise mehr Schaden machen, mehr Schaden erleiden. Okay, es gleicht es nicht ganz aus, aber es macht das Ganze auf jeden Fall sehr viel besser. Da drüben ist nochmal so ein Erz. Dann müssen wir aber, denke ich, von der anderen Seite hinkommen. So wie ich das jetzt sehe. Mist, das war knapp, aber wir kommen da runter. Ich erinnere mich, hier sind wir, glaube ich, durchgebrochen, oder? Okay, das ist einfach nur Energie. Wer bist du denn? Willi schon zu dir? Ich weiß nicht, ob ich schon zu dir bin. Nein, ich hab den Text verpasst. Und warum schaut das aus wie eine abgefuckte Version von Kuro? Was für ein Trieb denn so weit hier draußen? Irgendwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht? Doch wohl nicht du, ne? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie es der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Willst du deine Fähigkeiten verbessern? Ich gebe dir doch für den ersten Einkauf auch Rabatt. Also bitte mit Bedacht. Ja, sieh. Oh. Zerstört instabile Böden, das wäre sehr, sehr praktisch. Lass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Okay, auch geil. Da sind voll viele geile Sachen. Rundumschlag oder das hier? Ist halt ein bisschen Fernkampf, ne?
Ich würde erstmal das hier nehmen. Wenn du deine Fähigkeit auf die Probe stellen willst, es gibt einen Geisterschrein nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Neues Gerücht, okay. Was kostet der Scheiß jetzt? 1600 und der Rest 800, okay. Aber wir haben jetzt, der hat den Zahn gar nicht genommen. Wo waren das noch? Nee. Wo konnte ich denn das nochmal zuweisen? Das war doch auch hier. Und was ist das? Sind das alles Sachen? Das sind alles unsere Quests. Jo. Nicht schlecht. Wo konnte ich denn? War das das hier? Nee. Wo konnte ich denn unsere Attacken auswählen? Dann folge vielleicht erstmal dem Gerücht, das wäre dort. Ich wollte zwar eigentlich in die andere Richtung, aber gut. So sei es. Ich will halt diesen Schwert ausprobieren. Und wenn, möchte ich mich hier auch erst ordentlich umsehen. Was ist das? Weiß man nicht, okay. Ich glaube, mit dem Ding hätten wir jetzt einfach nur den Kampf umgehen können. Der macht einen Handschlag. Okay, das ist super cool. Okay, er halt um zu schwimmen. Okay, das ist auch sehr, sehr cool. Hä, was es hier nicht alles gibt? Das ist kein Geheimgang. Ich muss immer gucken, manchmal sieht man das nicht ganz so gut. Das tat ein bisschen weh. Oh, noch leck mich ist jetzt. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Warte mal, kann ich das hier? Nee. Ich will halt das mit diesem instabilen Boden mal ausprobieren. Ich wollte nicht sterben, ich wollte das mit dem instabilen Boden probieren. Was machst du? Okay, das finde ich sehr gut. Da geht's zurück. Hier machen wir erstmal den Kampf. Greif doch mal in die richtige Richtung an. Uri, was ist mit dir? Hast du nicht ausgeschlafen, oder? Okay, vielleicht kriege ich da genug Schwung, dass ich
bis da rüberkommen. Das muss ich mal ausprobieren. Ja. Power. Das war's hoffentlich wert. Keine Ahnung, was das da drüben ist. Wie weit ist denn dieser... Okay, der Geisterschrein ist aber irgendwo da unten. Da kam ich aber nicht durch. Wo konnte ich denn... Ich hab's gefunden. Ich bin sehr, sehr schlau. Aber das braucht ziemlich viel Energie, die, so wie ich das aktuell sehe, nicht von alleine regeneriert. Da sind wir, die Kleinen. Die Moki haben gesehen, wo die kleine Eule abgestürzt ist. Unweit der Heimat, die wir verlassen haben. Stiller Wald. Gruselwald. Oh nein, Kuh. Der Arme. Oder die Arme, je nachdem. War so vollkommen wehrlos. Feder. Nimm sie mit. Schnell. Hinterher. Quarlock ist gütig. Quarlock hilft. Danke, Quarlock. Ihr seid halt echt cool. Und wer ist ja da drüben? Also merke, die mögen die Quoloks. Ach, Tok, stimmt. Ulender. Nur diejenigen Augen der großen Quolok würdig sind, dürfen eintreten. So besagt es zumindest die Legende. Natürlich ist das nicht Quolok, sondern nur eine Statue, was? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, hat sie nicht einmal Augen, in denen irgendjemand würdig sein könnte. Dumme Legende. Ja, okay. Okay, wir haben hier einfach das Giftwasser abgelassen. Ich mach mal trotzdem lieber ein bisschen langsam. Weil ich nicht weiß, was hier unten noch so alles ist. Hier müsste es halt eigentlich weitergehen, ne? Durch diesen Mund. Ja, und jetzt, ich würde da. Da soll es ja auch weitergehen. Ich will da hin. Und hier ist das Gerücht. Das war da unten. Ach, hier war ja vorher die Plörre. Wir konnten hier gar nicht hin. Stand. Geisterbogen, was? Ja, will ich. H
Heilen würde ich jetzt erstmal eh nicht. Ich nehme den Geisterbogen auf X, das hier auf Y und das hier. Nein, das hier auf B. Oh, endlich Fernkampf. Fernkampf ist schon grundsätzlich sehr, sehr viel wert. Okay, so rum geht auch. Frag mit einer Energiezelle. Gut, ich dachte jetzt eigentlich andersrum. Treffe ich das von hier aus? Ja. Es hat so ein bisschen Auto-Aim. Was ist das? Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Das ist alles sehr, sehr neu plötzlich. Das kostet Energie. Logisch. Aua. Okay, da kommen wir aktuell, denke ich, noch nicht ganz zu Rande. Zumal wir, wie gesagt, erstmal Energie brauchen. Okay, pass auf. Augenstein. Dieser seltsame Augenfamilie-Edelstein würde gut in eine Steinaugenhöhle passen. Ich verstehe. Glaube ich. Ich glaube, ich verstehe. Hier ist Nummer 2. Augenstein, dieser seltsame Augenfamilie-Edelstein würde gut in eine Augenhülle passen. Ja, ja. Würde er in der Tat. Hilfe. So, gib mir mal ein bisschen Leben zurück. Hier Energie holen. Dann hole ich mir hier nochmal Energie. Dann gehen wir da erstmal zurück. Und schauen mal nochmal nach dieser Steinaugenhöhle. Okay, geht automatisch. Geht jetzt der Mund auf? Ja, ne? Okay, cool. Hey, wie geil. Quoloxtal. Twin. Der leuchtende Fremde, von dem meine Kunde so beeindruckt sind.
ist. Sag mir, ist es üblich für deine Art, einfach so vom Himmel zu fallen? Ich bin auf meinen Reisen schließlich vielen Kuriositäten begegnet. Oh ja, einige fallen, einige fliegen, einige schleichen, einige schlängen. Aber alle von ihnen sind Kunden, weißt du? Nur Kunden auf der Suche nach Geistersplittern. Energie? Oh. Oh. Oh ja, das wäre sehr praktisch. Ich will alles freischalten, und zwar jetzt sofort. Tausche maximale Gesundheit? Nee. Senke Energiekosten um 15% oder... Nee. 10% 40% Bonusschaden zu machen, das trifft dann halt eigentlich alles, ne? Ich nehme das beides mit. Vielen Dank für deinen Besuch. Das heißt, das hier würde ich rausnehmen. Stattdessen auf jeden Fall eher das hier. Und den Magneten brauchen wir auch nicht unbedingt. Dafür mache ich erstmal Flügelstutzen. Weil die... Okay, das war klar. Weil die momentan halt doch schon echt beschissen gegen uns sind. Da unten ist übrigens auch noch ein Auge, ne? Ein bisschen Lebenssaft. Hallo Moki. Du bist ein Geist, ja? Ich hab deinen Schatten gesehen. Nein, es ist wahr. Es gibt einen Ort, wo die Geisterschatten laufen und spielen. Einmal habe ich versucht, mit ihnen um die Wette zu laufen, aber ich bin nicht so schnell. Die Geisterprüfung. Schon wieder ein neues Gerücht. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch sehr viel Arbeit. Sag mal, das soll ich dann. Kann ja nicht dein Ernst sein. So, wir haben ja aktuell den Magnet nicht. Das heißt, wir müssen selber einsammeln. Grundsätzlich eigentlich kein Problem. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ja. Mussten wir nochmal machen. Ja, ist nicht dein Ernst. Sowas Ätzendes. Ich frage mich, was es mit dem Auge hier auf sich hat. Da ist auf jeden Fall nochmal ein Schnellreisepunkt. So, das hier Schnelldurchlauf hatten wir ja schon. Nein. Oh ne, schon wieder, leck mich doch. Ja, weiß was, schon. So, die zwei haben wir leider verloren. Gerade jetzt, wo wir wissen, wie wichtig uns diese Punkte hier sind, würde ich gerne versuchen, möglichst alle mitzunehmen. Und plötzlich macht dieses danach Farmen halt auch Sinn. Nun bin ich jetzt noch nicht bereit dazu, die zu fahren. Vielleicht später.
Jetzt holen wir uns das Leben zurück. Ich hoffe, das Ding respawnt nicht. Sieht gut aus. Jetzt kommen wir da runter zu diesem anderen Auge. Das brauchen wir schätzungsweise, damit hier die Tür aufgeht. Ich hoffe, wir werden ordentlich belohnt für diese Strapazen. Dafür muss erst hier weiter aufgeräumt werden. Aua. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, ob das Sinn und Zweck der Sache war. So, hier erstmal ein bisschen Leben zurückholen. Ja, okay, das ist deutlich mehr Schaden. Okay, wir werden schätzungsweise da oben irgendwie, keine Ahnung, Stein oder sowas wieder runterschmeißen können. Okay, ich dachte, ich kann da drauf. Wo soll denn das? Ich sehe hier keinen Stein. Oh, ich sehe da oben einen Stein. Ja. I see. Ich muss den Frosch hier nochmal ausschalten. Dann fährt der hier ordentlich raus. Dann schalten wir den hier wieder an. Schieben das hier drauf. Schalten den hier aus. Komm hier unten an. Oh ja. Und schwupps ist die Türe offen. Und was sich hier hinten verbirgt, würde ich sagen, schauen wir uns morgen an. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und ciao, ciao.